Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch wieder mal ein Aufgebraucht. Es ist lange her, dass ich das letzte gezeigt habe. Es hat sich richtig viel angesammelt. Es ist eine bunte Mischung dabei aus Haarpflege, Körperpflege, aber auch Make-up. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, welche Produkte davon ich euch empfehlen kann, welche ich eher nicht mehr kaufen werde, dann bleibt dran und viel Spaß mit dem Video. So ihr Lieben, normalerweise gibt es auf diesem Kanal auch ganz viele Beauty-Box-Unboxings. Also falls Kosmetik, Beauty, Hauls und so weiter euer Thema ist und euch interessiert, dann würde ich mich total freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne auch einen Daumen nach oben da. So, dann fangen wir einfach mal mit Artikeln aus dem DM an. Und zwar hatte ich mir im Spätsommer letzten Jahres, und daran sehe ich auch, wie lange es her ist, dass ich das letzte Aufgebraucht gezeigt habe, diese Verwöhnseife Sunnyside gekauft, zusammen mit einer Dusche. Und auch noch mit einer Bodylotion und mit einem Trockenshampoo. Das Trockenshampoo habe ich noch in Benutzung, finde ich ganz gut. Die beiden Sachen fand ich auch ganz schön. Generell sind die Sachen beim DM nicht so teuer. Die kosten so um die 60 Cent. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Ich fand den Duft ganz gut, hat mich aber auch nicht umgehauen. War völlig in Ordnung. Die Bodylotion fand ich nicht so toll. Die war wohl für nasse Haut geeignet. Aber ich fand sie total schmierig und das war überhaupt nicht mein Ding. Also insofern, die Sachen würde ich mir nachkaufen. Generell so Limited Editions, aber bei Bodylotions bin ich meistens nicht so der größte Fan vom DM. Wovon ich allerdings ein großer Fan bin, von der Eigenmarke von Balea wieder, ist das Duschöl. Das benutze ich sehr gerne, um meine Schwämme zu reinigen. Ich muss allerdings jetzt sagen, aktuell nutze ich gerade eine Pinselseife, auch für meine Schwämme. Und die finde ich fast noch ein bisschen besser, weil es einfacher ist. Hiervon habe ich immer sehr, sehr viel verbraucht. Und die Pinselseife, die habe ich auch jetzt noch. Die werdet ihr wahrscheinlich im nächsten Aufgebraucht sehen. Da nutze ich super gerne eine von Luvia. Das verlinke ich euch gerne mal unten in der Infobox. Da habe ich, glaube ich, auch noch einen Rabattcode. Also, falls ich übrigens Rabattcodes habe für Artikel, die ich euch jetzt hier zeige, dann stehen die auf jeden Fall in der Infobox. Und ich versuche euch auch, soweit es geht, die Produkte zu verlinken. Das ist hier keine bezahlte Werbung. Die Firmen wissen nicht, dass ich so ein Aufgebraucht-Video mache. Aber vielleicht frage ich bei den ein oder anderen dann doch nochmal nach. Ich weiß aber, bei Luvia habe ich jetzt ganz neuen Rabattcode, also wenn ihr das nutzen wollt. Ansonsten kann ich euch auch dieses Duschöl sehr empfehlen, einfach für die Reinigung von solchen Schwämmen. Ne? Und ich glaube, einen Schwamm habe ich hier auch noch, muss ich gerade mal schauen. Ja, ich glaube, der war von Real Techniques. Ich habe den einfach mal aufgehoben, um euch einfach mal zu zeigen. Also grundsätzlich finde ich, spielt es keine Rolle, ob ein Schwamm von wirklich Original Beauty Blender ist, von Luvia oder von Real Techniques. Die sind alle drei sehr gut. Das sind auch die einzigen drei, die ich verwende. Also wenn ich irgendwo mal in der Beauty Box einen Original Beauty Blender habe, da kostet der Schwamm dann 20 Euro, nutze ich den natürlich auch. Aber der von Real Techniques kostet, glaube ich, 7. Der ist super. Der von Luvia ist genauso gut, kostet auch um die 6, 7 Euro. Also ich finde, die kann man alle gut verwenden. Dann kommen wir zum Thema Duschen. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege, alles thematisch zu machen, weil ich das hier auch nicht so ganz so thematisch sortiert habe. Wir schauen mal. Nimmt es mir nicht krumm, wenn es sich so ein bisschen abwechselt. Und zwar, was ich total gerne mag und mein Mann liebt das auch, sind die Aromapflegeduschen von Kneipp und auch von TT Sepp. Die mag ich auch gerne. Das war jetzt hier eine Sei frei, verrückt und glücklich mit Glücksklee und Apfelsine. Die hat so unglaublich gut gerochen, dass man richtig gute Laune bekommen hat. Jetzt im Winter haben wir zwar noch in Benutzung die Winterdusche, wobei ich glaube, die von meinem Mann, die ist auch fast leer. Ich hole die mal gerade und zeige euch die. Die habe ich nämlich jetzt auch schon wieder nachgekauft. Die kann ich euch sehr empfehlen, wenn es die noch gibt. Ich hole sie mal gerade. Das ist nämlich tatsächlich noch ein Produkt, was ich noch in der Dusche stehen habe, weil mein Mann wirklich den letzten Rest da rauspresst. Ich wollte es eigentlich in diese Box machen, habe es total vergessen. Und zwar ist die Rede hier von diesem Wintergefühl. Das ist sein absolutes Lieblingsduschgel. Ich finde es auch geil. Und ich sehe gerade, das ist beides von Kneipp. Also generell, diese Kneipp-Duschen sind einfach der absolute Hammer. Ich habe ihm auch direkt zu Weihnachten eine neue geschenkt. Und ich werde da bestimmt auch noch ein paar holen. Da gibt es noch ein Cremepflegebad davon. Das ist auch ziemlich gut. Und noch eine Handcreme und noch ein Salzbad. Also generell dieser Geruch, der ist so richtig wohlfühlmäßig. Und ja, der steht voll drauf. Und ich finde es auch super. Also das kann ich euch sehr, sehr empfehlen.
Dann eine Richtung, die mein Mann nicht so gut findet, weil es ihm zu intensiv ist, aber ich finde es ziemlich gut, ist von Molton Brown das Fiery Pink Pepper Bath and Shower Gel. Auch das habe ich jetzt mal leer gemacht. Das hatte ich schon ziemlich lange. Ich kann sowas auch ehrlich gesagt nicht die ganze Zeit nehmen. Also ich finde das von Kneipp schon wesentlich angenehmer, so für den täglichen Gebrauch. Das riecht extrem. Mal gucken, ob ich noch was rieche. Ja. Das ist eigentlich eher sogar ein männlicher Duft, der ist so krass parfümiert. Ich fand es schon ziemlich cool. Das war pink, also so dunkelpink, lila nicht, aber so dunkelpink einfach. Sehr krass beduftet, aber ich fand es ziemlich cool mit so pfeffrigen Noten drin. Und für ab und zu gefällt mir sowas. Ich bin jetzt aber auch froh, dass ich es leer habe, weil die Flasche doch recht groß ist, viel Platz wegnimmt. Ich habe sie immer außerhalb der Dusche gelagert. Und dann nur ab und zu mit reingenommen, weil mir das einfach zu viel war und ich das nicht jeden Tag benutzen wollte, ne? Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Abschminkprodukten. Und zwar liebe ich es, mich mit Öl oder einem Balsam abzuschminken und hinterher ein Reinigungsprodukt zu verwenden. Was ich sehr gerne gemocht habe, war von YesStyle habe ich das gekauft, von Hadalabo, das Oil Cleansing, so steht das hier drauf, Moist Oil Cleansing. Damit könnt ihr euch sogar euer Augen-Make-up entfernen. Das ist leicht verträglich, gleitet über die Haut, ist nicht so schwer. Das finde ich ziemlich gut. Manche Öle sind ja so dick und liegen so schwer auf der Haut auf. Das ist bei dem nicht der Fall. Das ist so, ja, geschmeidig einfach und wäscht sich auch sehr schnell sehr gut ab. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Also das würde ich mir theoretisch nochmal nachkaufen. Ist aber nicht ganz günstig. Kostet, glaube ich, 16, 17 €. Ich werde mal nachschauen. Ich werde es euch auf jeden Fall verlinken. Und generell bei YesStyle könnt ihr sehr gute, günstige Abschminkprodukte, Balms, Öle und Gelreiniger und so weiter kaufen. Das fand ich auf jeden Fall gut. Was ich nicht ganz so gut fand, leider, sind zwei Produkte von Marken, die ich generell schön finde, aber irgendwie haben mir die Reinigungsprodukte jetzt nicht so sehr gefallen. Ich habe hier einmal von Pioncanol den Cleansing Foam und einmal von Benton den Honest Cleansing Foam. Beide haben das gleiche Problem für mich. Und zwar sind die wahrscheinlich auf Seifenbasis. Hier steht zwar drauf, This Face Cleanser not only cleanses, but further moisturizes, minimizing skin tightness. Das heißt, dass es eben nicht die Haut so strapazieren soll, die Feuchtigkeit in der Haut halten soll und man eben nicht so ein Spannungsgefühl danach hat. Ich muss aber sagen, ich habe ein Spannungsgefühl und zwar, wenn ich beide benutze, weil ich den Eindruck habe, da ist auf jeden Fall ja, so ein Seifenreiniger mit drin und der macht das ganze Gesicht so, so richtig, ja, spannend, irgendwie tight, ne? Und das gefällt mir nicht so. Ich mag es lieber, wenn die Haut danach noch mit Feuchtigkeit versorgt ist. Und das ist bei beiden Produkten leider nicht der Fall, obwohl es draufsteht. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir jetzt neue Produkte dort gekauft. Aber das war leider nicht so gut. Ich habe jetzt leider nicht mehr die alte Flasche. Aber zum Beispiel von Glossybox gibt es einen Schaumreiniger. Der ist richtig geil, wenn ihr den nach so einem Öl nehmt. Dann ist die Haut mit Feuchtigkeit versorgt und der spannt nicht und der riecht ganz angenehm. Die rochen auch beide richtig schlecht. Also das hat mir wirklich gar nicht gefallen und ja, deswegen, also das würde ich mir auf keinen Fall nachkaufen. Richtiger Fail für mich. Dann ein Produkt, was allerdings ganz okay funktioniert hat, würde ich mir wahrscheinlich aber auch nicht mehr nachkaufen. Ich fand es von der Marke und von der Idee her spannend, von Galinée, ein Schaumreiniger. Der hat so Präbiotics und Postbiotics, also so gute Bakterien auch drin für euer Mikrobiom und für eure Hautbiom. Allerdings roch das ziemlich streng nach sowas Natürlichem und deswegen würde ich es mir wahrscheinlich doch nicht nachkaufen, muss ich ehrlich sagen, weil ich mag entweder keinen Geruch oder einen angenehmen Geruch, aber das roch mir ein bisschen zu natürlich und ein bisschen zu sehr so, ja, wie so Milchsäure. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, so ein bisschen so säuerlich, wie bei einem Joghurt. War nicht ganz so mein Ding. Ich habe auch Seren davon probiert, haben mir auch nicht so gut gefallen. Das Einzige, was ich von der Marke sehr mag, ist eine Haarmaske. Die finde ich richtig gut. Und dadurch kam ich auf den Geschmack und habe gedacht, ich probiere mal mehr Sachen aus. Das soll generell super hautverträglich sein, aber ich habe es vertragen, aber es hat mir vom Geruch her halt einfach nicht gefallen, weil es so natürlich riecht und das war nicht so ganz meins. Vielleicht brauche ich da auch noch ein bisschen. Ich habe es auch aufgebraucht, aber es ist ziemlich teuer und es gibt günstigere, die ich auch gut vertrage und die mir besser gefallen. Sagen wir es mal so.
Und dann kann ich euch auch gerade dieses Spray zeigen. Und zwar habe ich zwei Gesichtssprays leer gemacht. Und zwar einmal dieses Hydrating Mist von Glossybox. Das fand ich okay. Ich fand es aber eher gut, einfach so zum Erfrischen für zwischendurch. Das riecht total angenehm. Ich fand aber nicht, dass es die Haut jetzt super gepflegt hat und total krass viel Feuchtigkeit gespendet hat, sondern eher, dass es einfach so erfrischt. Und zum Erfrischen fand ich es gut, aber für mehr jetzt auch nicht. Das kann man machen. Hat mich jetzt aber auch nicht so total von den Socken gehauen. Fand ich andere Produkte besser, wie zum Beispiel den Reiniger oder auch dieses Night Serum. Das fand ich auch wesentlich besser. Also vom Alleinstellungsmerkmal, sage ich mal, oder von dem Vorteil vom Produkt. So, was ich allerdings sehr, sehr gut fand, da ist nur noch ein bisschen drin, das muss ich jetzt allerdings wegschmeißen, weil ich es schon ewig habe, ist dieses Hydrating Fixing Spray von Sassy Beauty. Ich weiß gar nicht, ob ihr das noch kaufen könnt. Hier sind 100 Milliliter drin. Ich habe das vor ungefähr 1,5, 2 Jahren mal zugeschickt bekommen und habe es dann regelmäßig benutzt. Ich habe es, glaube ich, auch nie gezeigt, dass ich es benutzt habe. Ich habe es immer privat so benutzt, weil ich es echt super finde. Der Nebel ist auch schön. Aber es ist jetzt schon alt. Ich glaube, ja, es riecht auch nicht mehr ganz so gut und ganz so frisch, weil ich es wirklich, glaube ich, schon 2 Jahre habe. Insofern, das ist 12 Monate haltbar und ja, würde ich jetzt nicht unbedingt weiternehmen. Aber ich würde es mir, glaube ich, nochmal besorgen. Ich habe nur sehr viele Sachen hier, dass ich erstmal aufbrauche. Aber das ist was ich euch empfehlen kann. Da sind keine schlechten Inhaltsstoffe drin und es erfrischt die Haut. Und man hat wirklich so ein hydratisiertes Gefühl, was mir sehr gut gefällt. Dann machen wir noch kurz weiter mit dem Thema Abschminken. Und zwar gibt es ja nicht nur Öle, es gibt auch Balsams. Und da habe ich 2 leer gemacht. Und zwar könnt ihr es euch denken, die waren letztes Mal noch nicht ganz leer. Jetzt habe ich sie hier schon 2, 3 Monate liegen. Und zwar von Elemis einmal das Pro Collagen Water Mint Cleansing Balm und einmal das Rose Cleansing Balm. Beide sind jetzt leer, habe ich so gerne benutzt. Oh, hier riecht man noch so ein bisschen was von dem Geruch. Das ist ein absolut hammergeiler Geruch. Ich glaube, das gibt es aktuell wieder. Also zwischendurch war es mal verfügbar. Das war eine Limited Edition. Die war ganz schnell ausverkauft. Jetzt hatte mir letztens jemand geschrieben, das gibt es nochmal. Und ich meine, die haben auch immer wieder eine Rabattaktion, wenn da gerade eine Aktion ist. Ich werde die mal fragen, ob ich einen Rabattcode kriege. Manchmal bekomme ich 25%, manchmal bekomme ich 30%. Wenn das der Fall ist, schreibe ich euch das hier hin und auch mit allen Details und Bedingungen in die Infobox, denn dann könnt ihr darauf 10 Euro sparen oder so. Das lohnt sich dann total. Das kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Ihr könnt diese Abschminkbalsams auch als Maske verwenden. Das heißt, wenn euer Gesicht gereinigt ist, könnt ihr es auftragen und ein bisschen einwirken lassen. Vor allen Dingen, wenn ihr trockene Haut habt, ist das super. Und ich mag die mega. Also hier sind 100 Gramm drin. Da reicht ihr relativ lange. Nur wie gesagt, ich schminke mich ja viel. Ich brauche auch einiges und mein letztes aufgebraucht ist sehr lange her. Also insofern, ich hatte da sehr lange mit zu tun. Ah, dann habe ich noch ein Produkt leer gemacht. Das fand ich auch extrem gut, muss ich sagen. Ein Abschminkprodukt. Und zwar nennt sich das All Cut Cleansing von Axen. Troja Röck. Das ist ein Hammer-Abschminkprodukt, weil das so genial funktioniert. Das ist so eine Mischung aus einem Öl und einem Serum. Diese kleine Flasche kostet allerdings 40 Euro. Ich habe die auch von YesStyle. Das hat so genial wasserfestes Augen-Make-up entfernt. Das war der absolute Hammer. Und vor allen Dingen hat es die Haut nicht ausgetrocknet. Also das war ein ganz irres Produkt, weil das wirklich so eine Mischung ist aus einem Serum und einem Öl. Eine ganz super Formulierung. Es ist mir, glaube ich, aber nur zu teuer zum Nachkaufen. Hier sind 120 Milliliter drin. Es ist schon ein gepflegter Preis dafür. Wenn ihr euch so ein anderes Öl besorgt, da ist das Doppelte drin und das kostet ein Viertel. Also deswegen, aber gut war es. Es war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Es war auch außergewöhnlich gut, aber sehr teuer. Dann sehe ich hier gerade, ich hatte von Elemis auch noch eine Creme leer gemacht. Und zwar die Pro Collagen Oxygenating Night Cream. Die kann ich auch sehr empfehlen. Die fand ich auch super. Die riecht total schön. Ja, man riecht das immer noch so ein bisschen. Da ist jetzt nichts mehr drin. Tolles Produkt. Mag ich gerne. Ich probiere ja immer wieder Sachen von Elemis aus. Ich nehme sowas aber gerne auch mal im Wechsel mit einer ganz reduzierten, einfachen Creme. Deswegen dauert das bei mir auch immer, bis ich Sachen so aufbrauche, weil ich nicht jeden Tag immer das Gleiche nehme, sondern ich immer so ein bisschen auch mische, ne? Und das fand ich gut. Und ich sehe gerade hier diese Collagen-Hydra-Gel-Augenmasken. Da habe ich auch noch 2 leer gemacht. Wahrscheinlich habe ich sogar wesentlich mehr leer gemacht, nur ich habe den Rest weggeschmissen. Die mag ich extrem gerne auch. Dann gibt es noch eine weitere Nachtpflege, die ich mir schon zigmal nachgekauft habe und die nehme ich immer, wenn ich so Probleme mit Ekzemen habe. Ich habe das manchmal, dass das bedingt durchs Wetter oder Ernährung,
schlechter wird oder auch wenn ich irgendwas ausprobiert habe, was ich nicht vertragen habe, dann greife ich immer auf das hier zurück von Cetaphil, die beruhigende Nachtpflege, Redness Control. Die kann ich euch sehr, sehr ans Herz legen. Die kostet, meine ich, so um die 15, 16 Euro. Die ist auch immer relativ schnell leer bei mir. Die stärkt die Hautbarriere, die beruhigt die Haut, reduziert Rötungen sichtbar. Die riecht nach gar nichts und die ist wirklich ideal, wenn ihr eine sehr empfindliche Haut habt und auf Gerüche reagiert oder auch die Haut super empfindlich ist. Also dafür ist es top und die habe ich bestimmt schon 3-4 Mal aufgebraucht und würde sie immer wieder nachkaufen, dass ich sie einfach zu Hause habe. Falls mal irgendwas ist, dann weiß ich, damit komme ich auf jeden Fall gut klar. So, als nächstes zeige ich euch ein paar Serien, was ich ausprobiert habe. Und zwar habe ich hier von Medic 8 ein Hydra B5 Liquid Rehydration Serum. Das war super, da war jetzt nicht viel drin, das war relativ schnell alle 10 Milliliter. Ich weiß nicht, beim Serum brauche ich irgendwie auch immer mehr als bei einer Pflege. Also ich würde sagen, das hat höchstens eine Woche gehalten. Keine Ahnung, also ich brauche davon immer einiges, das zieht auch immer gut ein. Das ist einfach reine Feuchtigkeit, was ihr euch nach der Dusche aufs Gesicht auftragen könnt. War auf jeden Fall gut. Genau das gleiche gilt auch für das Moisturizing Serum von eCooking. Das hatte ich auch mal, ich glaube, in der Goodiebox drin. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Das ist auch vegan. eCooking ist eine ganz tolle Marke. Das Serum war super. Nur es war halt auch schnell leer. 10 Milliliter ist halt echt wenig für ein Serum. Das reicht wirklich gerade mal zum Ausprobieren. Eine Woche, vielleicht 10 Tage und dann, ja, war es das. So, dann habe ich ein Serum bzw. ein Liquid Exfoliant leer gemacht von Paula's Choice, das 2% BHA. Das hat mir richtig gut gefallen. Das ist gegen Mitesser, zum Beispiel auf der Nase. Es ist super geeignet für mein Ekzem, was ich hier habe, weil ich habe so ein fettiges Ekzem. Und da ist Salicylsäure drin und das ist für sowas perfekt für mich. Ihr müsst euch da selber informieren, wenn ihr irgendwelche Hautproblemchen habt, was da hilft. Also vergrößerte Poren soll es minimieren und den Hautton ausgleichen und die Haut glatt machen. Und das ist wirklich toll. Gibt es allerdings auch Alternativprodukte aus Asien. Zum Beispiel habe ich so eine BHA-Gelcreme, die ähnlich funktioniert, die ich auch gut finde. Also da müsst ihr euch einfach mal durchprobieren. Aber das fand ich schon nicht schlecht. Werde ich mir bestimmt auch nochmal kaufen in so einer kleinen Größe. Oder mal gucken, ob es nochmal in einer Beautybox oder in einem Kalender drin ist. Denn ich öffne ja hauptsächlich Beautyboxen auf meinem Kanal. Auch immer so Limited Editions von Lookfantastic zum Beispiel. Und die hatten das ab und zu mal drin. Und da kann man das dann gut für einen kleinen Preis einfach mal ausprobieren. Machen wir weiter mit dem Thema Haare und dann kommen wir auch noch zu Make-up. Und zwar beim Thema Haare habe ich euch schon mehrfach gezeigt und auch schon mehrfach leer gemacht. Habe ich wieder von Grow Gorgeous dieses Volumen Bodyfying Shampoo und die Spülung. Das mag ich total gerne, zeige ich euch immer wieder, mache ich im Jahr bestimmt 2-3 Mal leer. Immer im Wechsel mit den Produkten von Olaplex, die mache ich auch regelmäßig leer. Jetzt habe ich auch wieder so eine Nummer 3 leer gemacht. Das ist quasi so ein Aufbauprodukt für zu Hause. Ich lasse das auch beim Friseur immer machen. Manchmal machen die es nicht, dann vergessen die das. Aber in der Regel lasse ich mir das reinmachen, wenn die mir die Haare färben. Ich sehe auf jeden Fall einen Unterschied. Ich habe nämlich zu meiner Friseurin letztens gesagt, sag mal, die letzten Male hattest du kein Olaplex verwendet, oder? Ich habe den Eindruck, dass meine Haare langsam abbrechen und so. Das war vorher nie der Fall, ne? Und dann sagt sie, nee, ich nehme das immer. Da sage ich, guck mal bitte nach, ob das wirklich so ist. Dann guckt dieser, sagt die, oh, nee, weil ich hatte mich auch gewundert, der Preis war ein bisschen günstiger. Und ich sehe das ja nicht, ob die das machen oder nicht. Also fragt da auf jeden Fall nach, wenn ihr blondiert seid, ob die das wirklich reinmachen. Weil das kostet schon so 20, 30 Euro mehr beim Friseur, wenn die das in die Farbe reinmachen. Und dann könnt ihr zu Hause den Schritt Nummer 3 machen, aufs feuchte Haar drauf und danach die Haare waschen. Ich habe dazu schon mal Videos gemacht und auf Instagram auch schon mal gezeigt, wie man das anwendet. Und ich bin ein riesengroßer Fan. Und ich nehme das immer im Wechsel. Ich wasche mir so in der Woche 2-3 Mal die Haare. Immer einmal damit und einmal mit irgendetwas anderem, was ich gerade ausprobiere. Und damit komme ich sehr gut klar. So, dann würde ich sagen, machen wir doch direkt weiter mit dem Thema Haare. Und zwar habe ich leer gemacht kleine Trockenshampoos. Ich hatte irgendwann mal, ich glaube letztes Jahr zu Weihnachten, von einigen von euch Beautyboxen gefüllt nur mit Trockenshampoo geschickt bekommen. Deswegen hatte ich so viel. Unter anderem das war auch noch dabei. Ich glaube, das fand ich am allerbesten. Das war richtig, richtig gut. Von diesen kleinen Sachen, die ich in Boxen drin hatte. Das ist von Wella. Das kostet allerdings so viel mehr. Ich glaube, das kostet 10 Euro. Und die kleinen hier, die kosten 2 Euro oder 1,50 Euro. Dass ich wahrscheinlich zu geizig wäre, mir das nachzukaufen.
Was ich mir allerdings super gerne nachkaufen würde, was es aber nicht mehr gibt, und das ist immer so, wenn ich irgendwas total genial finde, dass es aus dem Sortiment genommen wird. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wem es auch so geht. Das ist wirklich furchtbar. Und zwar von Colab, dieses Big Hair Don't Care Dry Shampoo Extreme Volume. Das war das beste Trockenshampoo aus dem DM. Das gibt's nicht mehr. Ich finde es nicht mehr. Wenn ihr das irgendwo findet, schreibt mir das bitte mal. Ich könnte es jetzt auch mal googeln, aber im DM oder auch im Rossmann habe ich es nicht mehr gefunden. Habe mich total geärgert, weil ich es eigentlich so gerne nachkaufen wollte. Das hat einen schönen Geruch und man hat wirklich auch noch Volumen. Es ist nicht nur, dass es das Fett aus den Haaren rauszieht, sondern man hat auch Volumen. Und das fand ich mega geil. Also, wenn ihr das noch findet, das kann ich euch sehr empfehlen. Aber apropos Volumen, ich habe noch zwei andere Produkte für Volumen. Und zwar von Grow Gorgeous gibt es auch diesen Root Stimulating Primer. Den habe ich auch einmal leer gemacht. Das ist so ein Teil, da könnt ihr euch mit dieser kleinen Öffnung quasi auf die Kopfhaut gehen und gebt das so 10 Minuten, bevor ihr euch die Haare wascht, drauf, ein paar Tropfen. Reibt das so ein bisschen ein und dann fängt das so ein bisschen an zu bitzeln. Es ist kühl. Ich verwende das dann immer mit dem Shampoo halt, ne? Und ich finde schon, dass das Haar dann mehr Volumen hat. Mir gefällt das ziemlich gut. Und ich habe auch noch eine große Flasche davon. Die werde ich garantiert auch aufbrauchen. Man hat einfach so ein erfrischtes Gefühl. Das kann man auch super machen, wenn man so eine kleine Sporteinheit macht oder wenn man noch wach werden will. Und bevor man sich die Haare wäscht, macht man das drauf. Das ist einfach genial. Dann hat man so einen richtig so einen kühlen Kopf. Und ja, gefällt mir. Weil ihr seht ja, ich habe super plattes Haar. Ich habe heute auch Trockenshampoo drin. Aber der Tag ist schon sehr lang, das heißt, die sind schon sehr platt und ja, ich bräuchte auch ein bisschen Hilfe. So, und das weitere Produkt, was leider auch schon alle ist, deswegen habe ich so wenig Volumen, ist von Philip Kingsley diesen Maximizer. Den würde ich mir auch nachkaufen. Das ist richtig toll. Das ist so ein Volumenansatzspray für Body and Bounce, für Fine, Limp and Flyaway Hair Types. Hatte ich auch mal in der Beauty Box drin und das ist auch sowas. Das finde ich richtig genial. Also das würde ich auf jeden Fall nachshoppen. Ich hoffe ja, dass es noch mal irgendwo drin ist. Ansonsten habe ich auch noch ein paar weitere Sachen, die ich aufbrauche. Aber wenn ich dann nichts mehr habe, wäre das auf jeden Fall eins, was noch mal in meinem Einkaufswagen landet. So, zwei Produkte allerdings aus Beautyboxen, die ich mir nicht nachkaufen würde, die ich dann auch nicht aufbrauche. Also ich bin dann schon so, wenn mir was nicht gefällt. Ich brauche das dann nicht auf, ne? Weil ich teste so viele Sachen und ich tue mir das dann nicht an, vor allen Dingen bei Shampoo. Und das kann ich auch keinem geben, weil ich es echt nicht gut finde. Von Lee Stafford, das Coco Loco Shine Shampoo, habe ich zweimal verwendet. Ist auch jetzt nicht so viel drin, ist die Hälfte jetzt leer, ne? Werde ich jetzt wegtun. Das riecht ganz gut, aber die Haare sehen total strohig aus, wenn ich das verwende. Es macht überhaupt keinen Sinn für mich, das weiter zu verwenden. Würde ich mir nicht nachkaufen. Und dann seht ihr auch mal, ich finde nicht alles gut, was ich bekomme auch, ne, sondern es sind einfach auch mal Sachen, die für mich nicht funktionieren. Das heißt aber noch lange nicht, dass die generell schlecht sind. Wenn ihr die Sachen gut vertragt, dann nehmt sie weiter. Jeder ist ja auch anders, ne? Also ist ja klar, ne? So, dann habe ich noch eine Sache, die fand ich auch ganz gut, und zwar ein Pinselreinigungsgel. Ich hatte ja eben schon von der Seife von Luvia gesprochen. Das hier ist von Real Techniques 1. Das hatte ich sehr, sehr lange. Problem an dem Ding ist, dass irgendwie immer wieder hier so Produkt rausgesifft ist. Das fand ich ein bisschen schade. Aber es hat sehr, sehr gut gereinigt. Das muss ich sagen. Aber es war im Verhältnis auch wieder ein bisschen zu teuer. Und die Flasche ist super sperrig. Ich finde es irgendwie angenehmer. Ich habe einfach so ein Seifenstück da liegen. Reinige damit meinen Schwamm oder meinen Pinsel. Das habe ich jetzt aufgebraucht, weil es auch gut funktioniert hat, aber nachkaufen würde ich es mir nicht. So, aber funktioniert hat es. Also, wenn ich das nochmal in der Beautybox hätte oder so, würde ich das auch wieder verwenden, ne? So, und dann zeige ich euch geschwind noch ein paar Make-up-Produkte, die ich auch leer gemacht habe. Die habe ich aber schon ausgetauscht, also mir schon wieder neu gekauft. Und zwar, mein allerliebster Concealer ist der Double Wear Concealer von Estée Lauder. Den mache ich regelmäßig leer. Und obwohl ich neue Sachen teste, ganz viele Sachen zugeschickt bekomme, den habe ich immer da, weil ich weiß, dass ich mich auf den verlassen kann. Und ich habe den in der Farbe 2C Light Medium Cool. Und ich liebe diesen Concealer. Der ist für mich der beste Concealer überhaupt. Da kommt auch keiner wirklich dran. Den habe ich bestimmt schon 5, 6 Mal nachgekauft. Und daran seht ihr einfach, dass ich auf den nicht mehr verzichten will und dass der für mich wirklich sehr, sehr gut funktioniert.
So, das nächste ist ein Eyeliner, von dem ich sehr überrascht war. Der hat super funktioniert für mich. Den würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Ich habe allerdings noch so viele andere in der Benutzung, dass ich es gerade nicht mache. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich den so noch bekomme. Der ist nämlich von Tony Moly und Moschino, eine LE, die ich mal von YesStyle vor einem Jahr zugeschickt bekommen habe. Aber das war der einfachste Eyeliner, den ich jemals hatte. Auch mit so einer Filzmine, damit komme ich generell sehr, sehr gut klar. Und der hat nur 5 Euro gekostet und hat so gut funktioniert. Also das war wirklich ein Traumliner, muss ich echt sagen. So, dann ein Augenbrauenprodukt, was ich mir auch immer wieder nachkaufe. Habe ich auch noch ein Backup und habe ich mir auch bestimmt schon 6-7 Mal nachgekauft. Ist von Dior der Brow Styler, Dior Show. Ihr seht diese Produkte fast in jedem Aufgebraucht-Video bei mir, weil es halt einfach so ist, ne? Und ansonsten seht ihr nicht so viel aufgebrauchtes Make-up, weil ich das meiste nicht aufbrauche, ne? Das sind wirklich die Staples, die ich immer wieder nachkaufe. Der ist jetzt wirklich alle. Da kommt auch kein Deckel drauf. Der Deckel ist nur bei dem Bürstchen. Ich habe aber noch einen neuen gerade in Benutzung. Also insofern ist das jetzt egal. Mache ich den auf jeden Fall weg. Ansonsten sind die Bürstchen auch schön. Kann man sich das auch dafür gut behalten. Aber ich habe ziemlich viele Augenbrauenprodukte, dass das jetzt nicht nötig ist, theoretisch. So, dann habe ich eine Mascara, die alle ist, und zwar von Too Faced, die Better Than Sex Mascara. Die ist sehr, sehr schön, die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Wenn ich nicht so viele noch offen hätte, wäre das auf jeden Fall ein Produkt, was ich nachkaufen würde und was ich mir auch schon selber gekauft habe. So, dann noch 2 Produkte, die dürfen nicht fehlen und die werde ich mir immer wieder nachkaufen. Und zwar die, die mir schon länger folgen, die werden es jetzt wissen. Und zwar von Edward Best, der Definer Liner in Natural. Wenn ihr euch den kauft, kommt er in einer Doppelpackung. Ihr könnt es bei Flaconi kaufen. Ich glaube, der kostet so 32, 33 Euro. Aber wie gesagt, da kommen 2 Stück mit. Ich habe die Farbe Natural und ich habe noch 2 als Reserve-Backup und einen noch offen. Und der ist jetzt gerade leer. Wieder einer, weil da gehe ich schon relativ schnell durch. So sieht er aus, wenn er dann ganz leer ist. Ich habe gerade meinen gefunden, den ich auch heute verwendet habe. So sieht der eigentlich aus. Es ist ein ganz, ganz toller Ton. So ein neutraler Ton. Ein bisschen rosenholzmäßig, würde ich sagen. Ich habe den auch gerade drauf. Ich liebe den. Der passt zu allem. Das ist mein absoluter Lieblingslipliner. Ich mag jetzt zwar auch total gerne die Sachen von Lisa Eldridge, aber ich finde, an denen kommt einfach so vom Farbton kein anderer ran. Also deswegen würde ich den immer wieder nachkaufen. Ich mag aber mittlerweile auch andere. Also ich habe mir mittlerweile auch von Lisa Eldridge ganz viele Lipliner gekauft und auch die würde ich mir immer wieder nachkaufen. Also mittlerweile habe ich mich schon geöffnet. So, und dann habe ich noch einen Gloss, was ich absolut genial finde. Den Lip Maximizer von Dior. Der ist jetzt auch alle und der ist auch super alt. Ne? Also da ist jetzt wirklich nur noch so ein Stückchen drin. Der ist aber jetzt schon ranzig, ne? Weil ich habe den leider Gottes auch sehr sparsam verwendet, weil er teuer ist. Und das hätte ich nicht machen sollen. Dann hätte ich ihn nämlich aufbrauchen können komplett. Und so ist halt noch ein kleiner Rest drin. Aber ihr seht schon, eigentlich ist er leer, ne? Der kostet mit Rabatt teilweise 25 Euro. Ich finde, es geht auch noch. Der hat mir bestimmt 2 Jahre gehalten. Den könnt ihr euch super auf Liquid Lipsticks auftragen und die sehen dann super aus. Nicht so krustig und matt, sondern schön juicy. Und trotzdem bleibt die Farbe, der löst auch euren Lippenstift unten drunter nicht so auf. Das ist auch ziemlich cool. Und das geht eigentlich fast nur mit dem, also bei mir zumindest. Viele Glosse haben so viel Öl drin, dass sie euren Lippenstift unten drunter zerstören. Das ist bei dem aber nicht der Fall, nach meiner Erfahrung. So, und jetzt kommen wir eigentlich nur noch zu Masken. Ich benutze super gerne Tuchmasken, ich schmeiße die auch immer wieder weg. Ich habe jetzt keine, die hier total hervorsticht, wo ich jetzt sagen würde, wow, das ist die beste Maske. Holt die euch, ich mag das einfach generell gerne. Ich habe hier von Neogen mal eine leer gemacht. Eine von Pyeongchangyol. Ich finde, die tun sich alle nicht so viel. Dann hatte ich eine hier von Maritime Derm. Da hatte mir eine Abonnentin auch mal so ein Riesenpaket zugeschickt. War auch ziemlich cool. So eine Maske, die man nicht über Nacht drauf lässt, aber am Abend macht. Und da sind auch diverse Säuren drin. Und danach sah die Haut am nächsten Morgen schon so ein bisschen wie erneuert auf. Das war auch ziemlich gut. Ja, also
Ich probiere da gerne was aus. Wenn mich mal was total reizt oder ist was total gut war, werde ich euch das auf jeden Fall sagen. Aber das war alles in Ordnung. Auch zum Beispiel hier diese Gold Eye Mask von Wanda Beauty. Muss ich gerade lachen, habe ich letztens ein Video gesehen. Da hat die Tati total von diesen Augenpatches geschwärmt. Da denke ich mir, ja, die waren schon gut. Genauso waren auch diese von 111 Skin gut, ja. Aber ich erwarte auch, dass die gut sind, weil die sind relativ teuer, ne? Da kostet so ein Ding 10 Euro, hier auch. Also man sieht schon einen Effekt. Ich mag das auch total gerne. Ich finde es allerdings besser, wenn das in irgendwelchen Boxen drin ist und ich nicht den vollen Preis dafür zahlen muss. Manchmal gibt es ja auch Skincare-Boxen, wie zum Beispiel von 111 Skin, habe ich auch ein Video gemacht. Da waren dann ganz viele Produkte davon drin und dann bekommt man das ein bisschen günstiger. Den vollen Preis für eine einzelne Maske würde ich wahrscheinlich nicht ausgeben, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn ich es gut finde, aber es gibt halt auch Produkte aus dem DM, die dann 2 Euro kosten, die sind auch nicht schlecht. Das kann jetzt nicht damit mithalten, muss ich auch sagen. Also man merkt schon einen Unterschied. Eine Maske, die immer geht und richtig gut ist, aber wahrscheinlich jetzt auch schon längere Zeit hier in meinem Kartönchen liegt, ist hier von Dalton die Maske. Ich glaube, die haben die jetzt optisch auch verändert. Ich hatte aber noch so eine. Die hat mir immer super gut gefallen. Ich probiere halt so viele Sachen aus, dass es schwierig ist, da so teilweise die Feinheiten klar zu machen, weil man hat ja auch nicht immer die gleiche Haut. Die Hautstruktur ändert sich. Jeder Tag ist auch anders. Es kommt drauf an, was hat man gegessen und hat man viel Stress gehabt oder nicht. Also ich finde, man kann es immer schlecht dann auf eine Maske schieben, zu sagen, die war jetzt der absolute Mega-Burner. Vielleicht habt ihr euch auch gut ernährt in dem Moment, Sport gemacht. Es hat alles so zusammengeführt. Ne? Deswegen sage ich mal, ich finde das alles nicht schlecht. Ich würde jetzt aber bei keiner sagen, die müsst ihr euch jetzt für 20 Euro kaufen, weil die mein Leben verändert hat. Das würde ich nicht sagen. Alles andere waren so meine Produkte, die mir sehr gut gefallen haben. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen inspiriert, auch mal im DM zu schauen. Da gibt es echt, also diese Kneippduschen, das ist sowas, was wirklich absolut genial ist, was ich sehr, sehr gerne immer wieder nachkaufe. Und ansonsten natürlich diese ganzen Haarpflegeprodukte. Ich finde, da lohnt sich auch der Mehrpreis. Und ich würde mich jetzt sehr freuen, wenn ihr mir mal in die Kommentare schreibt, was so eure Lieblingsprodukte sind, vielleicht aus dem DM, vielleicht auch für die Haare. Wenn ihr irgendwie so ein Standout-Produkt habt, wo ihr sagt, probier das mal aus, dann könnte ich das vielleicht mal in einem neuen Video machen, dass ich mir mal so ein paar interessante Sachen raussuche von euch, die kaufe und ausprobiere und darüber ein Video mache. Das würde mich freuen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen ganz schönen Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir einen Daumen nach oben da. Hier könnt ihr abonnieren. Hier gibt es nochmal 2 meiner letzten Videos. Und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.